Meine sehr verehrten Damen und Herren, er ist unfassbare 70 Jahre alt geworden. Er ist wirklich keiner, der sich aufdrängt und die Öffentlichkeit sucht. Umso stolzer sind wir, dass er es zu uns geschafft hat. Wir freuen uns sehr auf den großartigen Hubert von Geusern. Von Geusern. Magst du was trinken? Ja, ja, heute Wasser. Wasser. Wasser, weil die Tour beginnt und du einen klaren Kopf brauchst, oder was? Ja, ich brauche bis morgen zumindest einen klaren Kopf. Aber du bist doch begeisterter Bahnfahrer. Bist du mit der Bahn heute hergekommen? Ich habe ein Klimaticket. Mhm. Also ich... Das überlege ich mir auch. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Bist du auch ein begeisterter Zweite-Klasse-Fahrer? Oder sitzt du in der ersten? Na, zweite. Aber in der zweiten wirst du doch dauernd angequatscht wahrscheinlich. Na, in der ersten nicht. Auch. Eben nicht. Warum? Na, in der zweiten Klasse haben die Leute eigentlich, finde ich, einen natürlichen Respekt. Ah. Und in der ersten Klasse kommt sich jeder so wichtig vor, dass er das Gefühl hat. Die können dich kaufen, ja. Die haben das Gefühl, aber sie können dich kaufen. Interessant. Vielleicht. Ja, ja. Nein. Also man darf das auch nicht über den Kamm schieben. Es gibt da ein paar lässige erste Klasse-Fahrer. Mich zum Beispiel. lieber Hubert, hier darf ich das Cover, eine sehr witzige Zeichnung für dich, du grinst über das ganze Gesicht, darf ich das optimistisch deuten? Siehst du die Welt, in der wir uns bewegen, mit diesem Lachen? Oder ist es sozusagen Galgenhumor, den du hier ins Gesicht gezeichnet bekam. Da war ich echt gut drauf, da habe ich... Auf diesem Foto. Das ist ein Selfie. Echt, das ist ein Selfie vor einem Blatt offensichtlich. Ja, das ist wirklich ein Selfie ein mit so einem Hufblätschen. Ja. Mit so einem Photoshop, oder was? Ja, genau. Und das ist ein Freund von mir, der hat das dann bearbeitet, sodass es ausschaut wie eine Zeichnung. Ja, aber sehr, ich weiß noch, da war ich gut drauf, weil da habe ich in der Steiermark wild übernacht mit meinem Campingbus und war einfach glücklich, dass kein Polizist gekommen ist und sagt, ich darf das nicht. Und ja. Aber wo warst du da in der Steiermark? In Graz am Hauptplatz? Du musst auf die blöden Fragen von Steiermark. Nein, ich frage, wo warst du? Das war in der Nähe von Stegenwald. Ah ja. Ich habe das Gefühl, dass du... Können wir das Gespräch in seriöse Bahnen lenken? Es ist seriös. Eben hat ein Kollege von uns hat gesagt, er glaubt, du seist so entspannt, weil du bestimmt oft im Garten seist. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass du in den Garten gehst. Ich glaube, du gehst immer richtig auf den Berg oder richtig in den Wald und nicht in einen Garten, wo irgendein Gartenzwerg steht. Ich habe einen Garten, einen Kartoffelacker, klein, aber mein. Und da bin ich nicht oft, aber wenn ich dort bin, dann bin ich schweißgebadet, weil ich grabe. Was kriegst du? Im Frühjahr musst du umgraben, bevor du das einsetzt und im Herbst musst du das ernten und zwischendurch musst du mal jäten und musst einer gut zureden. Ja. Das ist in Salzburg, wo du wohnst? Oder ist das ein anderer Garten? Das sage ich nicht, weil sonst kommen die Leute und stellen mir meine Erdäpfel. Ja. In Zeiten die Leute aus der ersten Klasse kommen dann. Und baust du die Erdäpfel an, weil es so teuer im Laden ist oder weil du es gerne machst? Ich mache es gerne. Seit ich Erdäpfel anbaue, finde ich, es ist die heilige Knolle für mich. Das ist schon ein Wahnsinn. Legst eine rein und im Herbst sind es dann viel. Ja. Aber das ist ja überraschenderweise bei sehr vielem, was man anbaut, so. Ja, aber zur Knolle habe ich einen persönlichen Zugang. Das ist die Überschrift des Gesprächs, würde ich sagen, oder? Zur Knolle habe ich einen persönlichen Zugang. Hast du zur Kartoffelknolle einen anderen Zugang als zur Bohne zum Beispiel? Ja. Die Bohne hast du, das merkt man gleich, ja. Na, ich habe eben keine drum. Weil du sie ablehnst. Nein, ich lehne sie nicht ab, aber ich esse auch gern Leguminosen, aber... Du isst was gern? Leguminosen. Was ist das? Bohnen zum Beispiel. Linsen, Niger. Erbsen. Erbsen sind jetzt nicht so meins, aber... Erbsen finde ich aber gerade großartig. Ja, eine meiner Lieblingsspeisen. Wir haben schon gedacht, dass du der Erbsentyp bist. Ja. Erbsentyp, das meinst du jetzt demütigend, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja, wenn du Erbsen nicht magst und du sagst zu mir, ich bin ein Erbsentyp, würde ich... Ich bin froh, dass du nicht so bist wie ich. Und nicht ist es so? Bist ja, ein großer, sonst darf man sicher streiten. Bist du ein starker Selbstzweifler grundsätzlich?
Ist es so, wenn du einen Song machst? Sicher. Und alle sagen, er ist gut und du findest ihn aber nicht so wahnsinnig gut, würdest du ihn deswegen wegen deiner Eigenmeinung nicht aufs Album geben, weil du den, selbst den Stimmen der guten Freunde misstraust? Na, wenn ich mal was gemacht habe, wenn ich so weit bin, dass ich es wem vorspielen kann und dann sagen die Leute, das ist schlecht, dann gibt es ein paar, wo ich mir denke, wenn die sagen, es ist gut, dann denke ich, ups, vielleicht solltest du doch nicht veröffentlichen. Ja, ja. Wer zum Beispiel? Sage ich jetzt nicht. Das auch nicht. Sage ich jetzt nicht, aber es gibt ein paar, wo ich dann wirklich schwer drüber nachdenke, ob das nicht der Blödsinn ist. Aber was wäre, wenn du jetzt in Salzburg, du bist im Festspielhaus 2022 aufgetreten, umjubelt das Konzert, wir zeigen, glaube ich, auch gleich ein paar Ausschnitte. Wenn du heute im Festspielhaus Salzburg auftreten würdest und Marlene Swatzek von der FPÖ säße in der ersten Reihe und würde so machen, würdest du dann denken, das ist ein falsches Publikum, das will ich nicht bedienen? Wenn sie mir applaudiert, dann denke ich mir, na, sie weiß wenigstens, was eine gute Musik ist. was aber nichts über ihre Politik aussagt. Ja, man kann es nicht darauf schließen, nur weil wer tolle Musik zu schätzen weiß, dass er auch anderweitig weiß, wo ja, aber unten ist. Es gibt keinen rechten Politiker, der Elfriede Jelinek oder Thomas Berner zu Hause hat, oder? Das ist nicht denkbar. Ja, also das ist eine Diskussion, auf die lasse ich mich jetzt nicht ein. Gut, weil, dann also, fragen wir, welche Fragen willst du beantworten, lieber Hubert? Nächste Frage. Sehr gerne. Das Siertermadl, das ja sozusagen dein Durchbruch war, ist es ein Song, der einem mittlerweile auf die Nerven geht und der von dir gar nicht mehr gern gespielt wird, obwohl er sehr gewünscht wird vom Publikum? Ich weiß nicht, ob da jetzt noch so viel gibt, die sie denn wünschen. Also, entschuldige, das ist doch wirklich einer der ganz großen Hits, oder? Ja, aber ich glaube, die Leute, die damals auf das Siertermadl geschaut sind, die sind jetzt so alt, dass sie gar nicht mehr ins Konzert gingen. Weil sie es nicht mehr hören können. Was sind denn da? Nein, aber es gibt sicher ein paar, die hätten das gern. Aber, Bist du das Siertermadl? Nein, das Siertermadl hat geheiratet, hat Kinder bekommen und hat sich zurückgezogen. Du bist bei einem Autounfall gestorben. Nein. Ist glücklich. Ja. Machst du dir Gedanken über dein Bühnenoutfit oder nimmst du das nächstbeste? Weil ein Zitat von dir ist, Mode mag ich nicht, ich mag Sachen zum Anziehen. Ist es auf der Bühne auch so, dass ihr in Wahrheit gar nicht nur was bequem ist? Oder ja, es muss bequem sein. Und sollte auch noch gut ausschauen. Naja, da sind wir aber schon in einem anderen. Aber zuerst muss es mal bequem sein. Aber es muss auch gut aussehen. Ja, sollte schon sein. Hast du mal ein eigenes Modelabel gehabt, stimmt das? Ja, zusammen mit Klaus Höller haben wir Sachen entworfen. Welche? Bequeme Sachen, die nicht gut aussehen oder bequeme Sachen, die gut aussehen? Nein, oder das war einfach extrem modische Dinge. Es war eh spannend, weil das war eben so die modische Umsetzung meiner Musik, wo sehr viel Tradition drinnen war, vom Material und auch vom Look. Es war aber dann, die Sachen haben mir gefallen. Ich habe eigentlich gesagt, machen wir Sachen, die ich auf der Bühne anziehe. Ja. Und dann, als sie aber verkauft wurden, dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht das anziehen, was die anderen Leute da haben. Da habe ich mir was Neues ausdenken müssen. Ja. Aber wo kaufst du deine Sachen dann? Zum die das Gewand? Oder findest du es irgendwo? Ich finde es. Ja. So richtig einkaufen gehen, ich bin keiner, der shoppen geht. So, und jetzt mache ich die Runde und schau mal, ob ich irgendwas finde. Ich irgendwann mal gehe, blöderweise oft dann am Sonntag, Wo es zugesperrt ist, und dann komme ich wieder nicht hin. Oder ich finde irgendwas und denke mir, super, gehe rein und sage, nein, es gibt es nur für Damen. Für Frauen gibt es viel lässigere Sachen. Ja. Achso, ist es so, dass du Frauenkleider ganz gut findest? Naja. Es gibt Hosen, wo man denkt, schade, dass die nicht für Männer Größen gibt. Ja. Aber könntest du sie nicht theoretisch trotzdem kaufen dann? Oder sind sie so falsch geschnitten, dass... Ja, man passt dann nicht rein vielleicht. Ich habe schon anders gestellt wie eine Frau. Am Anfang deiner Karriere, lieber Hubert, hast du zwei Tipps bekommen. Und zwar, whatever happens, never give up, gilt immer noch. Ja. Und der zweite Tipp, den finde ich fast besser, never play at parties. Ja. Stimmt das? Du hast noch nie auf einer Party gespielt. Also wenn man dich heute buchen würde wollen, ein Scheich bucht dich für 500.000 Euro bei seiner Geburtstagsparty zu spielen, würdest du Nein sagen? Natürlich würde ich Nein sagen. Für 1 Million Euro bucht dich ein Scheich. Würdest du Nein sagen? Nein. Ja. Nein, da müssen, also, ich denke mal,
Aber ist es eine Art Ausverkauf, deswegen nicht auf Partys? Ich weiß nicht, ob es da wirklich, man sagt, 10 Millionen, ja. Weil da gibt es so ein Projekt, wo man denkt, das würde ich gerne finanzieren, da brauche ich die 10 Millionen. Eben. Aber selbst dann, für jemanden spielen, der sagt, nein, das nicht, spiel das, das geht gar nicht. Also, ich höre wieder raus, weil du vorher auch über die Polizei redest, das Problem, das du mit Autoritäten hast, ist weiterhin vorhanden. Du, ja, ja finde ich ja gut. Ja, also, ja, stimmt, ja. Ja, vielen Dank, Hubert von Geusern. Haben Sie Fragen an uns? Nein, danke. Ich darf diese beiden Werke noch einmal in die Kamera halten. Dürfen eigentlich in keinem Haushalt fehlen. Hier das Live-Album und das Best-of-Album. Alle Instrumente von dir gespielt, weil du spielst praktisch jedes Instrument, oder? Ja, du kannst jedes Instrument. Nein, es sind ganz tolle Musiker dabei, sehr viele. Ja, das kannst du beurteilen, weil du jedes Instrument spielen kannst. Bis auf Geige, oder? Geige kannst Streichinstrumente kann ich nicht. Keine Streichinstrumente? Wieso die Abneigung gegen Streichinstrumente? Ich liebe Streichinstrumente, aber das musst du richtig üben und ich bin ein fauler Sack. Klar. Das ist ja der interessanteste Satz des Interviews. Man hat das Gefühl, dass Hubert von Geusern total umtriebig ist. Ein Weltmusiker, der aus allen Ecken der Erde sich Einflüsse holt und du sagst, am liebsten liegst du eigentlich im Bett? Danke, Hubert von Geusern. Man kann auch faul sein, ohne im Bett zu liegen.